Ja, Mann, mach mal keinen Stress. Da lang? Ja, ich komm. Ich komme! Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält ihr uns eigentlich? Hey, warte mal, wo gehst du hin? Wie niedlich, ein Reh. Du musst näher rangehen, damit du es sehen kannst. Das war so dumm jetzt, ne? Nein, ich bin tot! Komm schon! Ich will das Reh sehen! Nein! Ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich wollte wissen, was da passiert. Gut, es war ja von vornherein klar, dass wir nicht überleben. Aber komm! Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält ihr uns eigentlich? Oh. Oh. Ah. Was? Na, hier lang, Junge. Jetzt wird das Spiel langsam interessant. Richtig geil. Jetzt wird es auch langsam richtig schwer. Weil jetzt in den Räumen da ist ja alles noch offensichtlich, sagen wir mal. Das ändert sich jetzt auch bald wieder ein bisschen. Na los, na los! Ich komm. Sag mir, wo ich hin muss. Komm, Junge. Sag es! Was passiert da drin? Kannst du da raus? Mutter, hör sie wieder raus! Versuch, hierher zurückzukommen! Wohin? Ich höre Schüsse! Kommt ein bisschen spät, aber pass auf die Schüsse auf! Auch wenn es zu spät ist, ich hab's zumindest versucht! Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wo muss ich denn hin? Ich habe nicht aufgepasst, wo ich hin muss. Ah, okay, da komme ich nicht mehr zurück. Dann muss halt ja irgendwo da sein. Da, oder was? Nee. Ja, hallo? Hier geht's gut, super, los! Wo bist du denn da? Hier lang, hier lang! Ich komm! Ich bin schon so gut wie da! Was? Nee, nix. Aua, nix wäre da. Ja, wie soll ich da jetzt vorbeikommen an dem Scheißding? War hier irgendwo eine Möglichkeit für ein Portal, wo ich auch rankomme? Nein. Möchte mir auch jemand erklären, wie ich dann dahin soll? Ach, sehr easy. Scheiß Vieh, du. Ja, ist gut, dass du mir verzeihst. Hallo, ich bin anders. Ja, komm, Junge, wo geht's lang? Da ist der Ausgang, wir haben es geschafft. Krass, Alter, ey. Hier ist alles zusammen. Wow. 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 Alter! Boah! Krass, Alter! Die Hilde geht jetzt richtig ab. Die ist gerade angepisst. Was? Also. Ich glaube, die Hilde ist gerade wirklich richtig angepisst. Ah, meine Fresse. So. Jetzt wird es richtig interessant langsam. Aber allzu lange werde ich jetzt auch nicht mehr zocken, weil ich muss die Scheiße ja auch noch bearbeiten. Die Flucht. Ja? Ah, so. Oh, klasse! Du hast es geschafft! Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Mhm. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Ja, bist du. Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Okay, gut. Ich habe da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Ja. Ah,
Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Zu dämlich, Junge. Du bist einfach nur dumm. Dumm. Komm, leuchte mir mal. Ganz schön dunkel hier, was? Ja. Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören. Die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Nee, Junge, irgendwie ist das voll der Schwachsinn, den du da von dir gibst. Muss hier irgendwo sein. Der was? Vorsicht! Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Okay. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Oh, schön gemacht. Mein Gott, nee. Schnell, hier lang. Jawohl. Lust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, Entschuldigung. Dankeschön, ja. Wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem Übel riecht. Ja, ja, ist schon in Ordnung. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Ja. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Ja, und okay, jetzt? Hier drüben ist noch eine Wand. Ah, da. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur einfach faszinierend. Oh, ihr werdet ja... Hallo! Ja, klar! Ne, wie geil, ey. Boah, der Ton ist gerade übel. Ganz übel. Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Sehen uns unten. Viel Glück. Ich hätte natürlich auch laufen können. Aber warum sollte ich das tun? Oh. Oh. Wo muss ich denn hin? Das Geräusch ist gerade richtig nervig, ey. Ich bin mir nicht sicher, wo ich hin muss. Hey, hallo? Ach so, na. Ich denke, wir machen jetzt hier mal einen Cut. Wir sind fast 2 Stunden dran. Ja, ich glaube, das ist ganz in Ordnung, wenn wir das jetzt hier machen. Weil jetzt sind wir sowieso in so einem Zwischenspeicher-Ding. Und ja, ich werde das dann auch direkt mal alles fertig machen und so. Und klar, blablabla. Ja. Soweit, so gut. Wir sind jetzt schon relativ weit gekommen. Also ich verspreche euch, dass die Level noch wesentlich krasser werden und dass ich auch noch wesentlich verballerter werde, weil das war ja gerade schon ein bisschen, aber da kommt noch wesentlich besser, das sage ich euch, weil ich kenne die Level jetzt alle nicht mehr. Also ich kenne die wohl, aber da kann ich mich echt nicht mehr daran erinnern.
Und ich weiß aber noch, dass da wirklich Level dabei waren. Da habe ich mit meinem Vater auch davor gesessen und wir haben überlegt, wie so doofe. Und boah, da ist es manchmal echt kaputt. Und das wird auf jeden Fall noch kommen. Aber nicht mehr heute. Und was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nicht viel, außer danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr beehrt mich bald wieder mit eurer Anwesenheit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das so ist, dann könnt ihr euch gerne das ganze Let's Play angucken. Dann würde mich natürlich sehr freuen und natürlich auch positiv bewerten. Kommentare bin ich auch sehr freudig erregt drüber. Dürft ihr alles schreiben. Wie gesagt, wer Nummer 5 noch kennt und das weiß, was das ist, einfach mal reinschreiben, würde mich mal interessieren. Ja, ich bedanke mich für Zugucken und sag dann mal, bis in den nächsten Part, bis zur nächsten Aufnahme. Schussen!